Name ist Klaus Graffenböck. Ich möchte euch heute zum nächsten Thema von der Waffenrüstung Gottes begrüßen, und zwar das Schild des Glaubens. Wir können uns nur einiges darunter vorstellen, zum Beispiel die Langschilder, die rechteckigen, die die römischen Soldaten gehabt haben, und diese römischen Kohorten waren eigentlich größtenteils unbesiegbar. Nur einmal haben sie versagt, das war dann im Teutoburger Wald. Da wurden sie geschlagen, weil sie dann ihre Schilder dann nicht mehr in dieser Art verwenden konnten, wie sie es geübt hatten. Da wurden sie dann, hat es dann geheißen, Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Dieser Varus hat dann eine Niederlage erlitten und die Siegestrophäe steht heute noch im Teutoburger Wald, ich habe es gesehen, und allein das Schwert, was er in der Höhe hält, ist 7 Meter lang. Aber das ist nicht der Sieg, den wir haben, sondern das Schild des Glaubens, das wir haben, das ist einfach unser Glaube selbst. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass er so gut zu mir war, dass er mir den Schild des Glaubens in mein Herz und in meine Hand gegeben hat. Also das heißt, ich habe viele Dinge in meinem Leben gehabt, die wirklich Glauben gefordert haben. Sei es jetzt meine Krebserkrankung, sei es der Konkurs meiner Firma, sei es Dinge aus meiner Familie und Umgebung, die einfach uns herausgefordert haben, oft bis an die Grenzen. Und da bin ich drauf gekommen, dass wenn ich wirklich diesen Schild des Glaubens nehme und diese ganze Waffenrüstung Gottes anziehe, dass mir das hilft. Weil die Angriffe sind nicht von Menschen. Das sind zwar von Menschen, die geführt werden vom Bösen, aber es sind nicht allein von Menschen, sondern es ist eigentlich sind die Mächte der Finsternis, die versuchen, uns von Gott wegzubringen. Und wenn wir die Waffenrüstung Gottes, die er uns zur Verfügung stellt, wirklich anziehen und nehmen, bewusst nehmen, dann werden wir geschützt sein. Und wir werden das merken erst im Laufe der Anwendung. Wenn wir das wirklich anwenden, dann werden wir bemerken, dass es wirklich seinen Sinn hat, was Paulus da im Epheserbrief geschrieben hat. Da steht am Anfang, übrigens, meine Brüder und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Nicht Religionen, sondern Regionen natürlich. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Wir könnten da jetzt jede einzelne Position durchgehen, aber ich möchte heute den Schild des Glaubens, und da steht nämlich dann, vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Schilder haben schon immer wieder eine große Rolle gespielt. Es gibt keine Heere früher, die nicht mit Schildern ausgerüstet waren. Kleine Rundschilder, die großen Langschilder der Römer, goldene Schilder und alles Mögliche hat es gegeben. Das riesige Schild des Goliath, wo er 2 Waffenträger gebraucht hat, dass sie ein Schild überhaupt tragen haben können und so weiter. Und trotzdem ist der Goliath besiegt worden, weil er diesen Schild, den er gehabt hat, falsch angewendet hat. Er hat sich gegen Gott gerichtet. Er hat geglaubt, er kann Gott abwehren. Die Menschen rüsten sich mit allen möglichen Dingen, um Gott abzuwehren, um selber Gott spielen zu können. Ja. Im 1. Johannesbrief steht dann ein wunderbarer Satz, 1. Johannesbrief 5,4, und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Der Glaube ist eine Sache, die wir immer wieder neu von Gott bekommen. Jeden Tag, in dem wir Zeit wirklich mit dem Herrn verbringen, wird unser Glaube gestärkt.
Unser Glaube wird sehr schnell unterbrochen, wenn irgendetwas passiert, was uns halt gar nicht so in den Kram passt. Ich möchte es mal vergleichen. Unser Glaube ist oft so wie diese Seifenblasen. Die zerplatzen sofort, wenn sie irgendwo aufkommen. Und so oft ist das mit unserem Glauben. Die kleinste Kleinigkeit, die passiert, irgendeine Ungereimtheit in unserem Leben, finanziell, gesundheitlich, und schon zerplatzt unser Glaube. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen gerne, sehr gerne sogar, diesen Glauben produzieren möchten, aber das gelingt nicht. Den Glaube können wir nicht produzieren. Der Glaube selber kommt von Gott, den gibt uns Gott. Es ist in der ersten Linie mal die Gewissheit, dass es Gott gibt, dass wir mal daran glauben, dass es Gott gibt. Das ist eine Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, haben wir schon mal gehabt in einem der Videos. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und daraus entsteht dann ein Glaube an die Herrlichkeit Gottes, an seine Liebe, dass er unseren Glauben stärken kann, in jeder Situation. Ganz gleich, was in unserem Leben auftritt, es wird immer wieder und immer wieder der Glaube gefordert sein. Und oft zerplatzt ihm unser Glaube so wie diese Seifenblasen. Warum geschieht das? Das geschieht deswegen, weil wir keine enge Beziehung mit Gott haben. Es gibt eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar im Buch Daniel, im dritten Kapitel, finden wir die Geschichte von dem Feuerofen. Drei junge jüdische Männer blickten auf den Ort, an dem sie umgebracht werden sollten. Sie sollten in den Feuerofen geworfen werden. Das Urteil war gesprochen. Man sollte sie lebendig und gefesselt in den Ofen werfen, der auf das Siebenfache seiner üblichen Temperatur angeheizt worden war. Jeder Zuschauer verstand, das war eine Hinrichtung. So etwas passierte, wenn man dem König ungehorsam war. Warum waren sie ungehorsam? Sie haben das Gottesbild, was der König aufgerichtet hat, von sich nicht angebetet. Sie haben sich nicht niedergeworfen und die Statue angebetet. Da wurden sie angeklagt und dann hat der König gesagt, wer dieses Bild von ihm nicht anbetet, der wird hingerichtet, in den Feuerofen geworfen. Er hat ein 30 Meter hohes Standbild errichtet. 30 Meter ist ganz schön. Und da sollten sich alle niederwerfen. Und die drei jüdischen Jungen haben das nicht gemacht. Als der König ihres Ungehorsams gewahr wurde, rief er die Rebellen zu sich und stellte ihnen ein Ultimatum. Entweder würden sie die Statue anbeten oder aber in den Feuerofen geworfen werden. Ihre Antwort wurde für uns erhalten. Und die ist sehr interessant, diese Antwort. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten wollen. Sie haben sich total dem Willen Gottes unterworfen. Glaube bedeutet in erster Linie, sage ich, Herr, dein Wille geschehe. Unser Glaube geht jetzt so weit, dass wir das durchbringen wollen, was unbedingt wir wollen. Anstatt wir das an Gott abzugeben, ganz bewusst, die haben einfach diese furchtbare Not, in der sie waren, an Gott abgegeben. Und haben gesagt, selbst wenn er uns nicht erretten will, werden wir dein Standbild nicht anbeten. Das heißt, wir werden Gott nicht verleugnen. Durch unseren Unglauben plötzlich. Dass wir plötzlich einen Kompromiss machen. Ihr Glaube an Gott ermöglichte es ihnen, dem mächtigsten Mann der Welt die Stirn zu bieten und ihm den Gehorsam gegenüber seinen gotteslästerlichen Befehlen zu verweigern.
Und viele Dinge, die wir heute in der Welt erleben, sind gotteslästerlich. Sie bringen uns weg von Gott. Daraufhin wurden sie in den Feuerofen geworfen und von Gott durch ein Wunder unverletzt gerettet. So erstaunlich, dass man nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen festgestellt hat. Wenn Nebukadnezar dann in den Feuerofen hineingeschaut hat, hat er nicht nur drei Personen plötzlich drinnen frei gehen gesehen, ohne Fesseln, sondern vier. Da war ein Gottesengel, wahrscheinlich war es Jesus, bei ihnen. Wenn wir Gott in allen Dingen vertrauen, ganz gleich wie sie ausgehen, wo wir sagen, Herr, dein Wille geschehe in dieser Sache, dann ist Jesus mit uns. Das ist der Sinn des Schildes des Glaubens. Das sind die feurigen Pfeile, die auf uns abgefeuert werden, immer wieder. Aber ich sage, nein, Herr Jesus, du bist mein Erlöser, du bist mein Retter. Ich stehe unter deinem Schutz und du bist mein Schild. Im Alten Testament steht oft drinnen, dass Gott das Schild unseres Lebens ist. Im 2. Samuel, im Psalm 7, Psalm 120 und so weiter und so weiter. Ich will die gar nicht alle einzeln aufführen. Wie haben die römischen Soldaten ihre Schilder benutzt? Sie sind in Gemeinschaft zusammengegangen und eine Kohorte hat wie einen Igel sozusagen gebildet. Die einen haben die Schilder über Kopf gehalten, um die Pfeile abzuwehren, die von oben kommen. Die anderen haben die Schilde vorne gehalten. Und so waren sie eigentlich für damalige Begriffe unbezwingbar. Das war der Erfolg auch der Römer, wie sie vorgegangen sind und wie sie dann die halbe Welt, die damalige Welt, erobert haben. Wenn sie ihre Schilder nicht gebrauchen konnten, dann haben sie Probleme gehabt. Es ist unser Glaube letztlich. Unser Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist ein ganz kostbares, aber sehr verletzliches Ding. Es ist wie, denn diesen Glauben tragen wir wirklich in zerbrechlichen Gefäßen. Und nur die Beziehung mit Gott kann unseren Glauben letztlich stärken und kann uns herausführen in eine Freiheit, die wir so nicht kennen. Das ist die Wahrheit Gottes wiederum. Ich möchte jetzt nur ein Lied singen und dann für euch beten. Mit Gott werden wir Sieger sein. Er vertreibt und schlägt mit Macht für uns den Feind zu singen und feiert seinen Sieg. Gott regiert, denn Gott gewann für uns die Schlacht, gab Freiheit seinem Volk. Sein Wort hat Tod dem Feind gebracht. Die Welt muss nun erkennen, nur mit Gott werden wir Sieger sein. Er vertreibt und schlägt mit Macht für uns den Feind zu singen und feiert seinen Sieg. Gott regiert, Gott regiert, Gott regiert. Hey! Das Lied habe ich das letzte Mal auch gesungen. Es hat damit zu tun, dass das einfach Wahrheit ist. Gott, wir werden Sieger sein, er schlägt mit Macht für uns den Feind. Und du musst diesen Schild des Glaubens einfach vor dich halten und sagen, nein, durch nichts auf der Welt lasse ich mich trennen von meinem Gott. Und ich bitte einfach Jesus, dass jeder Einzelne jetzt diesen Schild des Glaubens ganz bewusst in seine Hand nimmt. Und den täglich neu, damit er die feurigen Pfeile des Feindes abwehren kann in seine Gedanken und wo überall der Feind hinschießen will. Ihr Herz, wo immer auch. Danke, Herr, dass du Sieger bist für uns und dass du diesen Sieg am Kreuz für uns errungen hast. Amen.